Christe den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer dienen, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprach: Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Spirt und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? In mir mein Vater gegeben hat. Des Jahres hoher Priester war.
Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Thank you.
aber folget Jesu nach und einander rühme. Aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen und haben nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du bitterlich und wahr.
Sie Jesum von Kaiba vor das Richthaus, und es war frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Thank you.
Der Jüdenkönig was gebe, da schrien sie wieder alles ab und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern
Eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihn ein Purpurkleid an und sprachen: fürchtet er sich noch mehr.
wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünden. Thank you.
heißet auf Hebräisch. Der Jüden König.
geschrieben auf Hebräische, Griechische und Lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Jüden zu Pilato: Schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht, geschrieben. Spricht er zu dem
schon alles vollbracht war, das die Schrift erfüllet würde, spricht er, ich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten um einen Hyssop hin und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist Und stich den Kopf, und stich den Kopf.
Tempel zerrissen zwei Stück von oben an bis unten aus, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leibe der Heiligen. Thank you.
Sabbatstag war sehr groß. Baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht der eine eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Des Rüsttags willen der Jünger.